Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 23. Und wie ihr hier seht, habe ich schon fleißig abgeräumt. Ich habe mal alle persönlichen Sachen von Kendra ins Haushaltsinventar gepackt. Ich dachte mir, das ist bestimmt langweilig für euch. Mal gucken, ob ich hier das Wasser noch wegschmeißen kann, damit es hier aufgeräumt hinterlassen wird. Und dann ziehen wir um. Jawohl. So. Haushalt umziehen lassen. Jo. Ich bin ja gespannt, wie es Ihnen gefällt. Ah, bestimmt gefällt es Ihnen gut. So. Hier. Dieses Haus. Soll es sein. Die Möbel sollten sie verkaufen und sie nehmen die neue Bude möbliert. Ja, da sind sie. Wunderbar. Jetzt mache ich hier nochmal einen Screenshot, wie sie vor dem Haus stehen. So. Okay. Geht das mit mehr Blick aufs Haus? Ja, ja, das geht. Okay. Ja, da guckt der David zwar weg, aber es ist erstmal okay. Ja, und mein Plan ist jetzt folgender. Ich mache hier mal einen Cut und drehe dann aber gleich weiter und pimpe denen das Haus auf mit ihren vielen Geldern. Die haben jetzt immer noch 69.000 Simoleons, denn der David hat auch noch ganz viele Drachenfrüchte geerntet, die ich beim Einpacken verkauft habe. Und ich werde jetzt die ganzen Pflanzen auspacken und dann werde ich das Haus aufpimpen. Das gibt dann ein zusätzliches Let's Build Video, das ihr euch angucken könnt, wenn ihr wollt. Und dann in wenigen Sekunden für euch werden die beiden hier in ihr aufgepimptes Haus einziehen können. Also ja, das wird dann gleich ein bisschen anders aussehen, reicher, üppiger und auch vor allem das Mobiliar wird noch schicker sein. Okay, bis gleich. Tschüss. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, habe ich inzwischen fleißig gebaut. Es hat sogar zwei Episoden lang gedauert. Ich habe noch gar nicht alles Geld ausgegeben. Aber weitere Bauten machen wir dann später mal. Ja, ich gucke einfach mal, wie es den beiden geht jetzt nach dem Umzug und ob die Pflanzen... Nee, ich wollte nicht das Inventar checken, sondern... Ja, Kendra ist eigentlich guter Stimmung. Ja, wir machen mal das Haus auf. Hier, werfen wir einen kurzen Blick rein, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Ein teures Bett. Hier ist schon mal ein Kinderzimmer grob vorbereitet und eine Wiege. Und hier unten Küche mit Bar und Essplatz und ja, Sofa, Sitzecke, was zum Spielen, kleinen Computer, damit die über Vampire recherchieren können und mit den Knoblauchknollen dann Girlanden machen und so weiter, weil da kann man auch gut Geld mitmachen. So, und hier hat's eine Terrasse zum Grillen und Sitzen. Hier ist der Verkaufsplatz, da können sie malen und hier einen Bauerngarten. Es ist 18 Uhr. Kendra, ich schlag dir vor, du machst erstmal hier ein bisschen was im Garten. Und zwar Garten pflegen. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe jetzt nur noch drei so Kästen, damit die weniger Arbeiten im Garten haben. Die wichtigsten Geldbringerpflanzen, da sind reichlich von da. Und ich habe festgestellt, da sind etliche schon. Da muss sie jetzt ihr Gartenbestreben anschalten. Unbedingt. Denn etliche der Pflanzen sind schon großartig. Das ist die Stufe vor ausgezeichnet. Das heißt, sie kann dann ihr Bestreben auch bald fertig haben. Darum lasse ich sie jetzt da nochmal fleißig weiterentwickeln.
Denn die ganzen, die sie jetzt weiterentwickelt, werden dann ihr Bestreben abschließen. Jetzt die da nicht, aber die sollte man auch schön weiterentwickeln. So. Ja, was lasse ich den David in der Zwischenzeit machen? Der soll ruhig mal was malen. Na, mach mal ein großes impressionistisches Gemälde. Oh, und Kendra muss schon wieder was trinken. Tja, ob ich glaube, ich baue ihr einen schnellen kleinen Pool. Da muss sie nämlich nicht so lange rumsüffeln. So, da hinten ist ein guter Platz für einen Pool. So. Okay. Da mache ich jetzt einfach erstmal nur einen viereckigen Kasten. So. Na komm. So. Was kostet der? Ach, den machen wir hier bis zum Rand. Das können sie sich lässig leisten. Und dann kommt da eine Leiter rein und ein Sprungdings und dann ist auch schon gut fürs Erste. So. Dann kann man das auch so. Ja, okay. Gut. Ja. Sie kriegt hier schon wieder das akute Wasserdingsbums. Das ist ein Nachteil von Pflanzen im Leben. Mach mal hierhin schwimmen. So, und dann gucken wir mal, wie schnell das geht. Sie ist schon ganz weißhaarig. Zack. Ja, oh, das geht wirklich schön schnell. Ja. Was ist das Problem? Also wegen der Musik? Nö, mach ruhig noch ein bisschen mehr wässern. Ah, sie wollte sich Wasser holen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich wollte jetzt sehen, wie effektiv der Pool ist. So, sie haben immer noch 27.000 Simoleons übrig. Gut, und jetzt schwimmen mal ein bisschen Runden schwimmen. Ja, oh, das geht sehr schön schnell. Das geht schneller als beim Wasser trinken. Okay, dann kannst du jetzt wieder gärtnern. Hehe. So, oh, er hat auch schon Level 6. Gut, und jetzt schön weiterentwickeln. So. Die gnadenlose Schinderin. Also ich meine mich. Aber wenn sie hiermit weitergekommen ist, dann ist es danach auch alles viel einfacher. So, sie kriegt dann ja noch so einen extra Bonus, wenn sie das Bestreben geschafft hat. Und dann können sie mehr auf Tour gehen, Kinder kriegen und sonstige hübsche Sachen machen. So. Ja. Okay, mal gucken, wie viel sie schon hat. 4 von 10. Ja, das dauert dann noch bis zum nächsten Mal. Aber sie ist nicht mehr weit entfernt. Und der David hat fertig gemalt. Was hat er da geschafft? Qualität normal. Das packen wir hier rein. Und bei nächster Gelegenheit kann er dann mal wieder eine Verkaufsrunde machen. Gut. Ja, Kendra, Probleme? Wie sieht's mit dem hier aus? Ja, ich würde sagen, Garten ist fertig gepflegt. Der funktioniert auch gut. Hier so mit den Türchen. Und das gefällt mir auch sehr gut. Da ist dieses Eck gerade wunderbar. Ja. Prima.
Na, ihr wachsen mal wieder Blätter aus den Armen. Eine Spülmaschine könnte ich Ihnen eigentlich auch mal gönnen. Oh, da ist ja der Vater von Kendra. Naja, der geht da irgendwie nur vorbei. So, Spülmaschine. Gut, gibt's die auch in Türkis? Nee, nur in Blau, aber das passt schon. Okay. So. Ja. Für euch ist es Abend. Ach, ich würde sagen, ihr macht einfach mal ein kleines Techtelmechtel. Und gut ist. So. Irgendwie finde ich, passt das hier farblich nicht so gut. Da werde ich nochmal drüber nachdenken, wie wir das mit dem Geländer und der Treppe machen. Nur weil bei mir die Treppe und das Geländer im Treppenhaus braun sind, muss das bei denen ja nicht auch sein. Aber erstmal ist die Hauptsache, dass man damit die Treppe hochgehen kann. Gut, ich habe jetzt die noch mal noch nicht Baby machen lassen, weil ich dachte, wir lassen uns da noch ein paar Tage Zeit für. Oh, sie ist kein Pflanzensim mehr. Aha, okay, gut, dann können wir zu neuen Ufern schreiten, würde ich sagen. Dann meine Frage an euch. Soll Kendra sich mit David verloben? Ich denke mal, Baby machen lasse ich sie auf alle Fälle mal, damit sie dieses Familienpack dann auch nutzen kann. Aber verloben und heirat, wollen wir das auch? Das könnt ihr mal mitentscheiden. Ah, und soll ich die beiden Seelen, oder zumindest Kendra, das Bestreben, Seelenverwandte mit ihm machen lassen? Weil jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Das müssen wir starten, bevor sie heiraten. Ja, wie sieht's aus? Seid ihr müde? Seid ihr nicht müde? Ja, er will schwimmen gehen, das ist eine gute Idee. Und ihr könntet vielleicht auch noch mal ein bisschen was malen, also zum Beispiel Kendra. Einfach so für nächstes Mal. Mal mal ein großes. Ach, sie ist sowieso schon drauf und dran, was zu malen. Ja. Dann. Sie malt schon. Ja, prima. Na, dann ist ja gut. Ja. Dann können sie immer ordentlich Geld verdienen mit Pflanzen und Malen. Und ich baue vielleicht hier mal noch eine Lampe hin. So, da muss ich mal gucken. Eine, ja, die nicht so stört und aber auch keinen Schatten wirft. So. Weil hier hinter wäre ja nicht schlecht, aber dann wirft die ja Schatten. Jetzt mache ich vielleicht erstmal eine, die am Haus hängt. Und zwar so eine, damit diese Leinwand beleuchtet ist. Und dann nehme ich vielleicht so eine größere Außenlampe. So eine vielleicht. Oder nee, lieber die da. Mal gucken. Oh ja, die ist doch ganz schön. Ja, die stelle ich da hier eine hin. Und da stelle ich eine hin. Ja, denn dann kann man malen und gärtnern. Und hier mache ich noch so eine hin, damit man auch abends gut grillen kann. Und beim Swimmingpool mache ich auch noch so welche hin. Hier so.
Und in den Swimmingpool mache ich auch noch ein paar. So. Was für ein schickes Haus die haben. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig stylisch, aber ich würde sagen, die Wohnqualität dürfte ausgezeichnet sein. So, da kommt man jetzt kaum ran. So. Also so ein Pool hätte ich auch gern im Garten. Okay, gut, das muss reichen fürs Erste. Ja. David, wie sieht's aus mit Malen? Was ist denn das für ein komischer Typ? Ah, er will ins Bett. Auch recht. Ja, da latschen viele Leute lang, da kann man bestimmt gut Bilder verkaufen. Ja, gefällt mir ganz gut. Oh, ich muss natürlich noch ein Screenshot von dieser Episode machen. Naja, so sieht das eigentlich ganz hübsch aus, auch wenn man jetzt Kendra und David gar nicht sieht. So. Aber mir gefällt dieser romantische Abendlook von dem Haus. Jo, ah, jetzt schlafen sie beide. Okay. Gut, ja, dann würde ich sagen, das ist ein natürliches Ende für diesen Teil. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.